Ja gut, ah, dahin wartet noch eine Tour auf uns. Magisches Siegel, okay, oder ja. Irgendwie sowas. Was kannst du denn? Magic Ring. Power Scarf, Speed Belt. Okay. Da ist es. So, Magie plus 5, magische Verteidigung plus 5. Nee, verzichte ich mal drauf. Oh. Ach, hey. So, dann zeig doch mal, was du kannst. Er stoppt zunächst mal die Zeit. Und nimmt uns damit aus dem Rennen. Aber das lasse ich mir mal so nicht gefallen. Du kannst mich zwar einfrieren, aber es wird dir nichts bringen. Ach gut, könnte man auch sagen, er zögert das Unvermeidliche auch mal raus. Denn dieser Angriff, der macht ihn auch schon platt. Schönes Ding. So, da will ich jetzt aber doch mal ein bisschen wieder nachtanken hier. Ja, denn auch viele kleine Attacken machen irgendwann Mist und unterschätzen sollte man die auch nicht, denn hier warten noch ein paar Gegner auf uns, die ja, die es durchaus in sich haben. Die sind jetzt nicht die allerstärksten, aber da kommen gleich noch welche. So ein paar singende Roboter habe ich da in schlechter Erinnerung und diese komischen Tabstars. Die Super Nintendo-Version hieß nicht so. Die habe ich noch in allzu schlechter Erinnerung. Vielmehr. Also wie gesagt, das sind wahrscheinlich somit die stärksten normalen Gegner, aber es sind auch somit die letzten normalen Gegner, die wir treffen. Denn wir steuern ja geradewegs aufs Ziel zu. Ein Elixier. Und nochmal ein Vigilance-Head. Ne, eigentlich wollte ich sagen, gib mir doch mal noch ein Mega-Elixier. Aber dieser Hut ist wirklich gut. Und gibt Status-Immunität, das ist noch besser. Die sollten auf jeden Fall alle bei sich haben. Oh, und ein Speicherpunkt. Nova-Rüstung. Und hier Mega-Elixier. Ja, geil. Dann wolle wir doch mal speichern und nochmal noch ein Zelt benutzen. Na, erstmal schauen wir uns die Rüstung an. So, dann unsere Moonbeam-Armor stärker und dieser Dress natürlich auch, denn den haben wir ja aus der Regenbogenmuschel gefertigt. Ah, ist nicht. Ah, okay. Frog würde sie was bringen, also geben wir ihm die mal. Gibt auch Status-Immunität. Das finde ich schön. Und aus diesen Pants lasse ich die Finger. Einmal hat das gereicht. So verlockend ist der Abwehrbonus ja auch nicht, dass man seine Unabhängigkeit dafür aufgibt, ne? So, und ich nehme jetzt einen Shelter. Wir haben noch 8 Stück. So lang ist das Spiel nicht mehr. Seid ihr? Was tut ihr? Egal, was ihr tut, ich nehme eure Ton mit, hol mir ein Mega-Elixier und einen Hasthelm. Hast du schon den Helm? Dann hast du. Hast. Fällt mir jetzt kein Reim zu ein, ist ja auch egal. Das finde ich nett. Können wir mal endlich ein paar High Potions noch dazu kaufen. High Ether 15, Turbo Ether 10. Waffenrüstung hat er nicht. So, das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. So, nimm
wir da noch mal ein paar dazu. So. Dann noch mal speichern. Ja, ich bin da immer paranoid, dass vor jedem Speicherpunkt irgendwie was Großes auf uns wartet. Oh, drei von euch und an einem Ort wie diesem. Ihr habt eine lange Reise noch vor euch, also bitte ruht euch hier ein bisschen aus. Wenn ihr von dem Omen flüchten wollt, dann schaue ich mal, was ich für euch tun kann. Ah, okay. Quasi ein Freund, der uns auch wieder rausbringen kann. Den nehmen wir aber mal nicht in Anspruch, wir gehen weiter. Und ihr wartet nicht allzu groß auf uns. Oh doch, da ist ein Tornado. Und da sind auch diese Penner, glaube ich, drin. Ja. Das sind die sogenannten Tapstars, die hießen... Ja, die heißen hier anders. Blubber, Bulk. Kann man sich jetzt entscheiden, welchen Namen man besser findet. Naja, die müssen wir so schnell es geht aus dem Weg räumen. Ihr seht es mit einem normalen Angriff, fast 300 Schaden. So, und da haben wir ihn. Sehr schön. So, und da hat der gute Magus endlich seine finale Technik erlernt. So, hier kommen wir von hier aus, kommen wir dort nicht hin. Da oben ist ein Durchgang. Ja, da müssen wir wohl irgendwie gleich von der anderen Seite hinkommen. Ja, das Mikrofon ein bisschen richten. Ja, und das sind die singenden Roboter, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die wollen uns verwirren und schaffen das mit Mary. Oh shit, und sie halbieren mal gleich unsere AP. Ja, die sind auch nicht ohne. Aber die können wir auch relativ schnell aus dem Wege räumen. Nice, nice. Uns hier nicht durchlassen, aber die Freiheit nehme ich mir. Ich will sie so, wie ist das in der alten Visa-Werbung. So, und ein Sturm von zweiköpfigen Schlangen, der uns aber auch nicht lange aufhalten wird. Und es gibt uns mal eine Chance hier mal... Ja, oh, das zieht ihn gar nicht viel ab. Das ist nicht gut. Dann schauen wir noch mal, was ihr zum Dunkelheitszauber sagt. Kleinen Wichser. Auch nicht viel. Physische Angriffe, da sieht schon besser aus. Ja, dann machen wir die doch mal wieder oldschool-mäßig platt. Ah, die sind echt hartnäckig. Oh, gegen Eis sind sie aber anfällig. Schön. Dann können wir uns jetzt ungestört über die Truhe hier machen. Zodiac Cape. Das dürfte auch wieder für unseren Kumpel Magus eine Rüstung sein, aber beim letzten Cape... Ah ne, das war sogar das letzte Cape, ne, wo ich mich gefragt hatte, warum das denn nicht für Magus ist. Weil es halt nicht nur für ihn ist, ist der einfach gewohnt. Eine Chance, ein paar Tech- und Erfahrungspunkte abzugreifen. Tech-Punkte haben wir jetzt so nötig eigentlich nicht mehr. Denn der gute Magus hat ja auch gerade seine letzte Technik gelernt. Aber die Erfahrung nehmen wir natürlich gerne auch mit. Schaffen wir es vielleicht diesmal alle zu erledigen. Ne, leider nicht. Sah gut aus. Oh, und die geben uns gar keine Erfahrungspunkte, sehe ich da gerade. Ja. Okay. Keine ungefährliche Kombination.
kann uns zumindest nicht töten. Ach shit, und es gibt ihnen auch noch Energie wieder. Ja, hatte ich irgendwie, glaube ich, verdrängt oder vergessen oder beides. Wie das mal so oft vorkommt. Okay, die waren auch gegen mehrere magische Angriffe. Gut geschützt. Oh shit, und jetzt ist sie tot. Naja, so schnell kann das gehen. Wenn man gerade davon spricht, noch... Sie können uns nicht töten. Mit dem Angriff natürlich nicht. Aber jetzt sollen wir aufpassen, dass wir uns nicht wieder bei... wie bei dem Bosskampf da in die Enge treiben lassen. Was unsere Angriffe angeht. Rock You Like a Hurricane ist heute nicht so die stärkste Waffe. So, ist mal Zeit, hier unsere Eisschwert-Kombo auszupacken. Die geht auch nicht auf. Ne, die sind nicht in Reichweite von beide einfach. So was dämlich ist aber auch. Natürlich wieder auf die Person, die nicht geschützt ist dagegen. Oh, so platt. Ja, nochmal so ein kritischer Treffer und das sollte es doch, und das ist es auch. No problemo. Jetzt sollten wir hier auch so langsam mal einen Schutz gegen Statusveränderungen zuweisen. Ja, müssen wir ein bisschen Opfer bringen. Aber wir werden auf lange Sicht da nicht drum herumkommen, denn ein paar Bossgegner noch, die werden uns damit sonst echt die Hölle heiß machen. Das nehme ich mal einfach so schon mal vorweg. Wird eine beliebte Taktik zukünftiger Bossgegner sein. Hatte ich aber, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Der Kampf, der hat gut was gekostet, aufgrund meiner unvorsichtiger Wahl der Magieangriffe. Oh, und jetzt haben wir zwei von denen. Ja. Hätten wir doch jetzt mal irgendwie so einen starken magischen Angriff, da könnten wir hier mal locker eben so ein paar tausende Tech-Punkte abgreifen. Machen wir die beiden kaputt. Also wenn die uns jedes Mal angreifen, das wird mir dann auf Dauer irgendwie doch ein bisschen zu teuer dann mit den HP, die wir dann da einbüßen würden bei jeder Angriffsrunde. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber auf die ganzen Runden und dann jeweils zwei Angriffe muss nicht sein. Power Crest, das hatten wir doch vorhin schon mal bekommen. Ne, da hatten wir das Magic Crest. Magic, also nicht Magic Quest, nicht das Disney-Spiel. Oder es hieß ja eher Magical Quest. Starring Mickey Mouse. Oh Gott! Er schon wieder. What you gonna do when the Topster and the Topster Maniacs run wild on you?
Ja, was man da am besten macht, ist einfach das Übliche. Oh Gott, das 269, das mit so einem... Ja, sieht aus wie ein Furzangriff. Aber okay, wir haben den zumindest jetzt mal aus dem Weg geräumt. Die beiden hier sind eigentlich nur noch zwei lästige Fliegen. Die jetzt auch fortfahren sollen, ja. Dieser Teil dieser Map sieht ein bisschen aus wie eine Gitarre. Apropos Musik, ja, ich wollte es gerade sagen. Dieser rumtrötende Scheißroboter versucht uns mal wieder zu verwirren. Oh, und so ein Kanönchen ist auch noch da, aber kein Problem für uns. Brauchen wir ja persönlich für Chrono eigentlich nicht mehr. Nee, doch, einen kann er, glaube ich, noch kriegen. Genau, ja, jetzt hat er zwei Sterne drin. Okay, ja, dann brauchen wir sie jetzt nicht mehr. Ich glaube, so viele bis Ende des Spiels werden wir aber auch nicht mehr kriegen. Und da ist der Ausgang. Oh, und da sagt man gerade sowas, ne? Und dann in der nächsten Truhe hat man gleich die nächste wieder in der Hand stehen, ne? Ist ja klar. Ja. Na gut, ich sagte auch, so viele werden wir nicht mehr kriegen. Und, ja, wahrscheinlich sind es jetzt bis zum Ende des Spiels mehr, als wir im gesamten Spielverlauf zusammengekriegt haben oder so. Nee, das wird aber, denke ich, nicht sein. Jetzt werden wir einen weiteren Teleporter betreten und ich glaube, allzu lang sollte unser Weg eigentlich nicht mehr sein. Obwohl, wenn ich jetzt diesen Raum sehe... Ja, hier müssen wir doch einiges noch an Kilometern zurücklegen. Dieser Raum ist ziemlich groß, ziemlich verwinkelt und da grenzen, glaube ich, noch ein paar andere dran, die wir nutzen müssen. Aber erstmal haben wir hier solche ekligen Viecher. Mal ganz schnell weg mit euch. Ne? So wird das gemacht. Elixier. So, da kommen wir auch nicht durch. Das sieht aus wieder wie so ein paar von diesen Augen. Greifen uns aber nicht an. Speed Capsule! Das war gerade irgendwie ein schlechter Scherz. Oh Mann. Ja, komm, kriegt Mary noch eine. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, aber das ist jetzt gerade irgendwie echt sehr lustig. Dass man, wenn man es direkt erwähnt, plötzlich die Dinger reihenweise in den Arsch gesteckt kriegt. Naja. So, ich glaube, dieser Raum ist doch gar nicht so von der Größe, wie ich es gedacht hatte. Also der Raum ist natürlich groß, aber ich dachte, das wäre jetzt irgendwie wieder... Oh, Mega-Elixier, das ist geil. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Ding wieder, was wo da noch ein paar andere Bäume angrenzen, aber habe ich mich geirrt. Ansonsten... Was ist hier unten? War auch nichts mehr. Oh, können wir doch noch einen Kampf auslösen. Wollte ich nämlich gerade sagen, diese... kleinen Äuglein da, die waren doch ein bisschen auffällig irgendwie. Weil die sahen zu sehr nach Gegnern aus und letzten Endes sind es auch welche. Ich
räume den mal aus dem Weg. Ich glaube nämlich, also, ja, man kann Punkte immer gebrauchen, aber Tech-Punkte brauchen wir für diese Charaktere, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber Dinges hat er auch letztens erst noch, was heißt letztens? Vor kurzem war es eigentlich. Hat er ja seine stärkste Technik gelernt.